Sehr gute Frage. Okay, ich komme zur letzten Frage, die ihr mir im Vorfeld geschickt habt. Und zwar, der Norbert fragt, dass ja hier beim, da ging es um einen Trade im Getreide. Und zwar, dass der Michael, also der Michel, unser Händler, hier ja auch im Helpdesk gesagt hat, da kommt ein Wasty-Report heraus. Was ist überhaupt dieser Wasty-Report? Wasty World Agriculture Supply and Demand Estimation. Also das heißt weltweites Angebot und Nachfrage Schätzung und dass es da zu hoher Volatilität kommen kann. Und jetzt die Frage, wäre es nicht besser gewesen, zu warten, bis dieser Report heraus ist? Naja, das ist immer so eine Frage, ne? Also, es gibt ja nahezu jeden Tag irgendwelche Reports. Egal, ob das im Getreidebereich sind, ob das im Energiebereich sind, ob das jetzt fundamentale Daten sind wie Wirtschaftszahlen, irgendwie. Es kommt fast immer was. Und man muss sich halt mal überlegen, ob man sagt, okay, natürlich gibt es manchmal Zahlen, die haben riesige Auswirkungen in. Das ist meine persönliche Meinung, in acht von, für die Strategie, wie wir es handeln, in 8 von 10 Fällen spielen diese ganzen Reports, die da kommen, Arbeitslosenreport und Wasty und der ganze Quatsch, eigentlich alles keine Rolle. Beim Wasty kann man durchaus warten, da gebe ich dir recht, aber bei vielen anderen sage ich, komm, mach den Trade, wenn er gut ausschaut, wenn die Regeln stimmen, weil es ist immer eine 50-50 Chance. Ne? Und klar, ich würde jetzt nicht sagen, wenn man jetzt sagt, okay, was weiß ich, jetzt heute ist jetzt 15:30 Uhr Notenbank-Sitzung, es ist jetzt 15 Uhr, mache ich jetzt noch einen Trade auf den Euro? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Wenn ich aber sage, okay, in 14 Tagen ist Notenbank-Sitzung, dann was will ich dann machen? Ne? Soll ich da jetzt 14 Tage warten und sagen, ich mache da lieber mal nichts? Und dann, wenn die Notenbank-Sitzung vorbei ist, könnte man ja sagen, ja gut, in 4 Wochen ist ja schon wieder eine, warte ich da lieber auch. Also deswegen nehmt das, schaut schon hin, wenn solche Reports sind beim Wasty, das gibt es manchmal Auswirkungen, sehr häufig auch nicht. Da kann man vielleicht ein bisschen hinschauen, also wer Rohstoffe handelt, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so davon überzeugt, dass es immer lohnt, auf diese Reports zu achten. Okay, das waren jetzt alle Fragen, die wir im Vorfeld bekommen haben. Jetzt gucke ich nochmal, was haben wir noch für Fragen im Chat? Und gucken mal, was wir da noch machen können. Ne? Also, die erste Frage. Hallo Jens, ich finde bei Orderspalten nicht die Barmenge unter Tage bis zum letzten Handelstag. Also, gucken wir mal hier. So. Ja, mal abgesehen davon, dass man es gar nicht braucht, ist das einfach so, immer wenn ihr irgendwas sucht, geht ihr einfach an Layout anpassen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt hier drin steht. Und dann ist das hier bei Orderspalten, glaube ich. Ist hier Barmenge. Und dann müsst ihr unter Orderspalten gehen und dann könnt ihr das hier entsprechend suchen. Ne? So, aber gerade, also Orderspalte oder Barmenge ist auch was, wo ihr sagt, okay, das brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Deswegen, ob ihr die drin habt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. So, im Seminar wurde erwähnt, dass es sinnvoller ist, eine Option mit hohem Strike zu verkaufen als mehrere Optionen mit kleinerem Strike. Warum war das nochmal? Fragt Michael. Also Michael, für alle ist eine sehr, sehr gute Frage, deswegen ich lese sie nochmal vor. Im Seminar wurde erwähnt, dass es sinnvoller ist, eine Option mit hohem Strike zu verkaufen als mehrere Optionen mit kleinerem Strike. Warum war das nochmal so? Schauen wir uns dazu am besten ein Beispiel an. Und das macht es relativ schnell klar. Wir gehen dazu mal in. Komm, lasst uns den S&P nehmen, weil die sind schön liquide. Also wir gehen mal hier in den ABCDE, in den S&P 500 hinein. Und wir sagen jetzt mal, okay, wir verkaufen jetzt beispielsweise, würden jetzt eine Option verkaufen am Delta 10, okay? Delta 10 und da sehen wir hier aktuell ungefähr 12. Also Delta 10, wo war der hier? Ein Stück runtergehen. So, also hier. Hier bei Orders müssen wir machen. So. Wenn wir die jetzt verkaufen wollten, dann seht ihr hier 600 Dollar, 10.000 Dollar Margin. So.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, hier der S&P ist bei 3000, das sind 2720er Put, das ist also ungefähr 10% unten drunter. Ich will lieber ein bisschen weiter weggehen. Ne? So, okay, da könnte man doch jetzt auch sagen, wo kriege ich denn jetzt beispielsweise 5 oder 6? Wo kriege ich jetzt 6? Dann könnte man jetzt sagen, okay, man geht hierher und verkauft jetzt hier die 2580er und macht 2 daraus. Okay, ihr seht, Prämieneinnahme, $600. In dem Fall kann er das hier nicht machen, weil die Kontogröße nicht ausreicht. Aber ihr seht jetzt hier die Margin 17.000. Wir vergleichen es nochmal ganz kurz. Sagt man also jetzt hier 600 für 10.000 und jetzt seht ihr hier 600 für 17.000. Das heißt, ihr habt jetzt schon eine um 70% höhere Margin für dieselbe Prämieneinnahme. Wer ein riesiges Konto hat und sagt, hey, das ist überhaupt kein Problem, ich habe genügend Margin immer zur Verfügung, dann kann man das definitiv machen. Ne? Also da spricht nichts dagegen. Ihr müsst allerdings eins bedenken, dass natürlich, wenn die Optionen mal anspringen, die je weiter weg so eine Option ist und je kleineres Delta sie hat, sie prozentual betrachtet umso mehr anspringt. Ne? Und auch die Margin, gerade bei Future-Optionen ist das so, da habt ihr ja die sogenannte Span-Margin, SPAN, das ist eine risikobasierende Margin. Und wenn der Markt ruhig läuft, dann habt ihr eine relativ kleine Margin. Okay? Ihr seht, die ist jetzt schon aber höher, als wenn er näher dran wäre. Und wenn jetzt aber der Markt volatil wird und hoch und runter geht, dann kann es passieren, dass euch die Margin besonders stark ansteigt und ihr eben jetzt plötzlich aus den 17.000 25.000 oder 30.000 macht. Und da kriegen dann oftmals Konten Probleme. Deswegen lieber eine kleine oder etwas näher ran mit dem Strike, also Delta 10, 15, wie auch immer, je nachdem, was ihr macht, anstatt zu sagen, ich nehme die Hälfte. Okay, also für kleine Konten definitiv nicht, sondern lieber sagen, okay, wenn ich die Margin runter haben will, Spreads handeln. Tolle Frage. So. Was tun, wenn man den Trade, er im Minus steht, nicht verkaufen kann? Warten, probieren, wie lange? Die Frage ist, warum steht ein Trade im Minus? Ne? Also was ist der Grund, dass er im Minus steht? Das müssen wir erstmal klären. Beziehungsweise nicht, warum man ihn nicht verkaufen kann. Falls du noch zuhörst, Bernd, vielleicht kannst du mir da ganz kurz noch was reinschreiben. Warum kannst du ihn nicht verkaufen? Also was ist der Grund dafür? Vielleicht schreibst du mir das einfach nochmal schnell in den Chat mit hinein. Wird nicht abgenommen. Okay, also, du hast ja in jedem Trade, zum Beispiel der hier jetzt auch, der ist ja auch im Minus, ne? Das ist hier ein Cash Secured Put auf Interactive Brokers, sogar ein bisschen im Geld, wir haben noch 30 Tage Zeit, müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Der ist ja auch im Minus. Und jetzt muss ich einfach nur gucken, okay, hier, ich habe ein Bid und Ask, das heißt, ich könnte den ja jederzeit schließen. Ist ja überhaupt kein Problem. Wenn du natürlich sagst, okay, ich will aber hier jetzt 2,10 noch haben oder so oder nur 1,90 bezahlen, dann geht das natürlich nicht. Also das heißt, du musst einfach auf Bid und Ask schauen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, warum er sonst nicht genommen würde, wenn er im Minus steht. Weil wenn er im Minus steht, ist er in der Regel auch nah genug am Geld, dass noch ein Bid und ein Ask gezeigt wird. Das heißt, du musst dich dann einfach reinarbeiten. Was ist es denn genau? Schreib mir doch mal die Option rein, die du hast, dann schauen wir uns die mal an. Weil ich habe ja hier Live-Daten, das heißt, dann können wir uns das ja hier vielleicht an dem Beispiel mal heraussuchen. Also was es für eine Option ist und dann gucken wir uns die gemeinsam mal an und schauen mal, was wir da machen könnten. Okay, du suchst, prima. Da sage ich euch in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen ganz kurz und zwar, was sind jetzt so die ersten Rückmeldungen, die wir bekommen haben? Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang Starter-Seminare gemacht, immer alle ausgebucht. Wir haben noch eins in diesem Jahr, das ist auch schon wieder ausgebucht. Wir werden es nächstes Jahr nochmal machen wir werden wieder viele machen. Was ich einfach mitbekomme, ist, dass ganz, ganz viele von euch richtig gut Gas gegeben haben, wirklich die Dinge umgesetzt haben, die wir im Seminar besprochen haben. Das ist ganz, ganz große Klasse. Was vielen geholfen hat, das habe ich so aus den Rückmeldungen bekommen, ist, dass man am Anfang sagt, okay, ich nehme mir noch mal ein bisschen Hilfe dazu, zum Beispiel mit dem Börsendienst, damit ich einfach noch mal ein paar Trades bekomme. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich die nachhandle, ne? Aber dass ich, okay,
die machen das hier so, die machen das hier so, dass du also eine Woche für Woche nochmal Trade-Ideen bekommst und auch im Helpdesk diese Erläuterungen dazu. Also das hat sehr, sehr vielen geholfen. Dann ganz, ganz wichtig, ihr müsst einfach, was ich euch gesagt habe, erinnert euch bitte daran, gerade wer am Starter-Seminar war, wir haben ja verschiedene Dinge besprochen. Short-Put-System, Cash-Secured-Puts, Volatilitätshandelssystem. Fangt mit einem davon an. Ne? Volatilitätshandelssystem ist natürlich, kommt nicht allzu oft Trades, deswegen so überlegt euch, ob ihr Short-Put machen wollt oder Cash-Secured-Put und macht erstmal nur eins. Bleibt also bei einem drin und wechselt nicht schon in Sachen rein, die ihr vielleicht noch gar nicht so richtig gut kennt, nicht so richtig versteht, weil das ist immer so ein bisschen problematisch. Na? Okay, so, der Bernd hat uns das in der Zwischenzeit rausgesucht. Es geht um einen Short-Put im Baumwolle, wurde in der Nacht dann um 3 Uhr gekauft. Jetzt frage ich einfach mal, hast du Live-Daten für die ICE? Also, dass du live deine Daten auch angezeigt bekommst, dass du Realtime-Daten hast, weil die muss man cotten, ist ein Softmarkt. Okay, du schreibst, weiß ich nicht, also gehe ich mal davon aus, dass du sie tendenziell eher nicht hast und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, wir schauen uns das mal an und hier 9. Ne? Das heißt also, wenn an so einem Tag sehr, sehr viel Bewegung ist, sind erstens die Spreads wahrscheinlich sehr, sehr groß und wenn du keine Live-Daten hattest, kann es dir natürlich passieren, dass du zwar mit dem Preis runtergegangen bist, was du gesehen hast in der TWS, aber weil du keine Live-Daten hattest, du trotzdem immer hinterher gehäschelt bist. Ne? Das ist immer das Risiko an so einer Geschichte. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wann Cotton gehandelt wird. Gehen wir einfach hier mal irgendwo rein. Und gebe mal hier Cotton ein, Cotton, Symbol CT, Future, wir nehmen irgendeinen, weil die Laufzeit ist, oder die Handelszeiten sind immer die gleichen. Schauen uns die Beschreibung an und da sehen wir von 3 Uhr bis 20.20 Uhr. Das heißt also, je nachdem, wann du die Order eingegeben hast, ist sie eben nicht ausgeführt worden, weil du vielleicht nicht zwischen Bid und Ask warst, weil du hast keine Live-Daten. Und wenn du eben jetzt siehst du, wenn du nach 20.20 Uhr, dann konnte sie nicht ausgeführt werden, weil der Handel war schon längst zu. Und dann ist sie 3 Uhr ausgeführt worden. Genau wie du es jetzt geschrieben hast, wurde dann um Nacht 3 Uhr gekauft, weil dann hat der Markt wieder aufgemacht. Deswegen informiert euch bitte wirklich, und das ist essentiell, ihr dürft, dass ihr wirklich nur Dinge handelt, die ihr entsprechend versteht. Ja, und wenn ihr das noch nicht ganz versteht, dann macht diese Dinge erst im Demo. Handelt das noch nicht. Ich meine, es ist euer Geld, ihr habt dieses Geld euch erarbeitet und gebt es nicht leichtfertig an den Märkten weg. Ja, und gerade sowas wie Cotton und so weiter, also Eis, das kostet $127 im Monat allein die Daten. Das ist für den Anfang definitiv nichts. Okay? So, letzte Frage und dann machen wir Schluss für heute. Die Frage kommt von Uwe. Es ist doch so, dass ich einen bestehenden Short Put möglichst nah am Geldkurs zurückkaufe. Also, guckt es euch an. Geldbrief. So, du bist short. Das heißt, du musst kaufen. Ne? Das heißt, versuche in die Mitte zu kommen, aber am Geldkurs wirst du ihn nicht kriegen, weil das ist das, wo der Market Maker sagt, ich bin bereit, sofort für 205 zu kaufen. Das heißt, hier kannst du verkaufen. Und er ist bereit und sagt, ich verkaufe sofort für 2,20. Das heißt, du musst versuchen, in die Mitte zu gehen und dann wirst du dich aber Richtung Briefkurs arbeiten müssen und nicht Richtung Geldkurs. Na, also du musst, wenn du zurückkaufen willst, nach oben gehen. Also mal ein einfach logisches Beispiel. Wir haben jetzt hier, machen wir das schnell, wir haben jetzt hier beispielsweise 1,95 auf 2,15. Hier, okay? So. Und die Mitte wären jetzt 2,05. Das ist deine Mitte. 2,05. So, in der Mitte fängst du an. Wenn du jetzt keine Ausführung bekommst und sagst, okay, du willst kaufen, ne? Das ist dein Kaufgebot. Du sagst hier, ich möchte die Option, die ich vorher short bin, für 2,05 kaufen. Und jetzt sagst du,
Okay, für 205 verkauft mir das aber niemand. Was musst du jetzt machen? Wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe mal vom Preis herunter auf 204, das wird nicht funktionieren. Wenn dir keiner das Ding verkauft für 205, dann für 204 schon gleich gar nicht. Das heißt, du musst hier hochgehen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auf 210 gehen müssen, damit du eine Ausführung bekommst. Okay, also überlegt euch immer, wo gebt ihr Geld aus? Wollt ihr kaufen, wollt ihr verkaufen? Wenn ihr kaufen wollt, müsst ihr immer nach rechts gehen. Wenn ihr verkaufen wollt, könnt ihr nach links gehen. Ihr Lieben, das war's für heute. Danke für eure Fragen, das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch geholfen, dass ihr weiter noch besser in den Handel reinkommt. Fragt alles, was ihr fragen könnt, ne? Und ich kann es euch nur empfehlen, wer Lust hat, kommt mal einen Tag zu uns für ein Einzelcoaching. Bislang hatten wir alle Einzelcoachings, die wir hatten jetzt. Wir bieten es ja erst seit ein paar Wochen an. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viele Termine, weil wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Aber alle, die da waren, extrem positives Feedback. Gestern erst wieder eine Kundin da gewesen. Warum? Weil wir dann den ganzen Tag individuell mit euch arbeiten können. Wir stellen euch eure Rechner ein. Wir können individuell machen, was ihr benötigt. Also wenn euch das interessiert, schreibt dem Jan in der WhatsApp-Gruppe oder schickt uns eine Mail. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Okay?